Die Unvollständigkeit, die aus der Vollständigkeit herausrennt, ist das Sein des Daseins. Ich bin der Meinung, unser Dasein ist sowieso etwas völlig Absurdes. Das bedeutet ein Widerspruch zu sich selbst. Wie lange braucht die Unvollständigkeit, damit sie zur Vollständigkeit zurückkehren kann? Das ist die nächste depperte Frage. Wollt ihr noch nichts Schöneres sein jetzt? Könnte ein Mensch denn wirklich jemals zur Höhe Gottes aufsteigen?